Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Und da bin ich wieder zurück mit etwas Technik in meiner Hand, beziehungsweise weniger Technik, eher mehr Mechanik, würde ich mal sagen. Denn ja, der Sommer steht vor der Tür. Ich habe es in einem der letzten Videos schon gesagt und ich werde zukünftig auch wieder öfter draußen sein. Und dazu habe ich ja mein IRL-Pack zusammengestellt, bestehend aus der GoPro Hero 9 Black, einer Powerbank und meiner tollen Schulterhalterung. Und ich habe aber festgestellt, dass ich hin und wieder auch damit, ja, draußen unterwegs bin. Ihr denkt euch jetzt sicher, what? Der Viva? Ein Fahrrad? Sportliche Aktivität? Holy, wie kommt sowas, ja? Ja, tatsächlich, hin und wieder schwinge ich mich mit meinem Drahtesel durch die Gegend. Habe mir auch hier wiederum Gedanken gemacht, wie kann ich euch da am besten mitnehmen? Wie kann ich auf dem Fahrrad die GoPro dementsprechend montieren, dass nichts passiert, dass alles entspannt ist, dass alles safe ist. Und ja, ich habe, wie es der Titel schon sagt, direkt aus dem Hause GoPro diese edle Halterung erstanden. Ja, das ist der GoPro Pole Mount, meine Freunde. Im Endeffekt ganz simpel, das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, diese Halterung an so ziemlich jeglichem Gestänge, jeglichem Rohr zu montieren, bis zu einem gewissen Durchmesser natürlich. Und habe entschlossen, dass, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich die GoPro nicht auf meiner Rucksackhalterung auf dem Stuntmount Pack Mount montieren werde, sondern ich werde die direkt an der Lenkstange des Bikes montieren, weil ich das Gefühl habe, dass das möglicherweise perspektiventechnisch weitaus attraktiver ist als mit dem Rucksack. Das heißt, ich werde den Rucksack mit dem Packmount natürlich auch mit dabei haben. Das heißt, im Regelfall wird das Ganze so aussehen. Ich fahre mit dem Fahrrad wohin. Ihr könnt das Ganze natürlich im Livestream betrachten. Das Ganze wird auch so verlaufen, dass ich dann daneben noch auch euch, den Chat, sehen werde, dass, wie ich das mache, auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Und wenn ich dann mein Fahrrad irgendwo abstelle und wir dann irgendwie weitergehen, irgendwie an einen See oder in den Wald oder wie auch immer, ja, dann ja, montiere ich die GoPro hier ab und auf mein Backmount drauf und weiter geht die wilde Reise. So ist das Ganze auf jeden Fall geplant und ich zeige euch jetzt, wie man das ganz simpel, aber wirklich ganz simpel, das Ding, was kostet das? 27 Euro, ganz simpel auf dem Fahrradlenker montiert. Was ich auch noch dazu sagen möchte ist, dieses Ding gibt es ja nicht erst seit der GoPro Hero 9, sondern die gibt's auch diesen Pole Mount gibt es schon relativ lange. Der ist auch für alle anderen Vorgängermodelle aus dem Hause GoPro brauchbar. Ich persönlich habe einfach und allein aus dem Grund auf das Originalteil von GoPro zurückgegriffen, weil ich gerade bei Befestigungsmöglichkeiten, so Dingen, die wirklich die richtig halten sollen, ja, also wenn man sagt, ja, auch wenn viele auf Third-Party-Hersteller schwören und das Ganze natürlich dementsprechend günstiger ist, gerade bei extremen Belastungen, hier rüttelt es dann immer wieder mal etwas, sage ich mal, okay, sind die Teile aus dem Hause GoPro, die Originalteile, das ist meine persönliche Meinung, ja, schon die besseren, sage ich mal, schon die besseren. Also ich verlasse mich da wirklich auf die Marke GoPro, die wissen, wovon sie reden, die machen das von Anfang an und dementsprechend habe ich mir auch diese Teil gekauft und nicht von irgendeinem Zweit- oder Dritthersteller, der einfach Ähnliches kopiert. Ja, und wie schon gesagt, und wie man das Ganze auf dem Lenker, auf der Lenkstange montiert, das zeige ich euch jetzt. Grundsätzlich wird der Pole Mount mit, ich nenne es jetzt mal so, für drei unterschiedliche Durchmesser beliefert. Das heißt, im Inneren dieses Teils befindet sich eine Art Gummieinsatz. Und wenn ich den rausnehme, ja, dann habe ich quasi den größten Durchmesser, den mir dieses Teil bietet. Das heißt, der ist quasi ja, nur leicht gummiert, hält aber bombenfest. Ja. Und in weiterer Folge werden ein, ich sag mal so, mittlerer Durchmesser und ein kleiner Durchmesser mitgeliefert.
Die kann man ganz simpel montieren, reinstecken, so, zack, zugeschraubt, fertig. In meinem Fall benötige ich keinen dieser Einsätze, weil die Lenkerstange von meinem Mountainbike in diesem Fall ja etwas dicker ist hier, sage ich mal. Im Endeffekt, wie schon gesagt, ganz simpel, einmal draufgeklappt, eingerastet, zugeschraubt. Oh, das dauert etwas, ich habe die Schraube etwas weiter rausgedreht gehabt, ja. Zugeschraubt, bis nichts mehr geht, bis nichts mehr geht, bombenfest. So, zack. Ah. Und da ist nichts mehr, ne? Das hält wie Sau. Also, man kennt das, man kennt den Spaß, Schraube raus. GoPro rein. Vielleicht sollte man sie auch in die Fahrtrichtung, je nachdem, man kann ja natürlich auch sich selbst dabei filmen. Ja. Schraube wieder rein. Hält bombenfest und ab geht die wilde Fahrt. Zusätzlich habe ich hier noch einen kleinen Druckknopf, den kann ich nach unten drücken. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe hier 360 Grad Schwenkmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, okay Leute, und das rastet dann wieder ein, ich zeige euch jetzt, wo ich hinfahre, hier in Fahrtrichtung, und keine Ahnung, ein paar Minuten später komme ich auf die glorreiche Idee und denke mir, oh, jetzt möchte ich euch persönlich ansprechen, jetzt will ich euch mal zeigen, wie mir schon der Saft runterläuft, dann drehe ich den ganzen Bums einfach um, zack, löse die Schraube, drehe die GoPro ein Stück zurück, fixiere die Schraube, die GoPro zeigt direkt auf mich. Und schon seht ihr mich. Selbiges wieder retour, leicht lösen, anziehen, Druckknopf, drehen, einrasten, fertig. So simpel sieht die Sache aus. Ja, meine Freunde, das war's auch schon letztendlich. So einfach kann sein. Ding ist montiert auf der Lenkstange, GoPro drauf und ab geht die wilde Fahrt. Man muss natürlich auch dazu sagen, mit dieser Halterung bzw. den dementsprechenden Einsätzen spricht natürlich auch nichts dagegen, ja? Dass man das an im Endeffekt allen beliebigen Rohren, Schrägstrich Stangen montieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt so wie hier bei mir im Studio, das könnt ihr jetzt nicht sehen, zum Beispiel eine Softbox stehen habe, ja, mit einem dementsprechenden Stativ, und ich sage, ja, ich hätte da gerne meine Kamera drauf montiert, ja, weil der Winkel gefällt mir gut, die Ausleuchtung passt cool, ja. Kann ich das natürlich auch machen, ist überhaupt kein Problem. Im Endeffekt, sämtliche Rohre und Stangen, die eben, sage ich mal, sich in diesem Durchmesser bewegen, ich würde das Ganze jetzt mal auf circa 2 bis 2,5 cm im Maximalen schätzen. Die genauen Maße dazu findet ihr aber auch auf der GoPro Homepage, und in diesem sozusagen kleinsten Fall gehe ich mal auf 8 bis 10 mm Durchmesser kann ich diese Halterung verwenden, und ich kann euch garantieren, das Ding hält fucking bombenfest. Ich werde euch auf jeden Fall den Link dazu in die Videokommentare bzw. in die Videobeschreibung stellen, und wie ich während der Fahrt mit dem Fahrrad Überblick über den Chat habe bzw. wo das Ganze dann noch montiert ist, weil okay, das ist jetzt ein bisschen umfangreicher im Vergleich zum klassischen Rucksack unterwegs. Das, meine Freunde, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Und in diesem Sinne war es auch schon wieder. Ich bedanke mich auf alle fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, abonniert sehr gerne, natürlich kostenlos, diesen Kanal. Und in diesem Sinne bin ich auch raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Genießt den Sommer. Ich freue mich drauf. Ich bin raus. Euer Viva. Ciao, 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 ciao.